Abgeordneten Petra Pau. Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, Antisemitismus, verkürzt Hass gegenüber Jüdinnen und Juden, ist ein anhaltendes Problem. Antisemitismus ist in Deutschland durch den Holocaust außerdem tödlich belastet. Und es ist so, Kollege Kauder, Antisemitismus wird von Jüdinnen und Juden direkter empfunden als von anderen. Gleichwohl ist Antisemitismus unser aller Problem und eine anhaltende Herausforderung. Der vorliegende Antrag von CDU, CSU, SPD, FDP und Bündnis 90 Die Grünen verweist auf den Bericht des unabhängigen Expertenkreises Antisemitismus. Seine Einsetzung wurde vom Bundestag beschlossen. Er arbeitete mit den Fraktionen zusammen und er hat im April 2017 zum zweiten Mal einen umfangreichen Bericht mit drängenden Empfehlungen vorgelegt. Ich durfte ihn damals als Vizepräsidentin des Bundestages würdigen, aber wir haben auch einmütig von Union bis zur Linken nicht nur den Bericht gewürdigt, sondern uns verpflichtet, zügig uns den Empfehlungen zuzuwenden. Weil wichtiger ist, endlich diese ernst zu nehmen, weil der Kampf gegen Antisemitismus dringt. Nun enthält der vorliegende Antrag durchaus adäquate Forderungen. Sie sind nicht durchweg deckungsgleich. Für die Abweichungen wird es Gründe geben. Ich will für die Linke drei Punkte aus dem Antrag herausgreifen. Alle drei, die Unterzeichner des Antrages, der Expertenkreis und die Linke, fordern eine bzw. einen Antisemitismusbeauftragten. Laut Antrag soll er von der Bundesregierung eingesetzt werden. Die Linke hingegen hatte eine Beauftragte, einen Beauftragten des Parlaments vorgeschlagen. Sei es drum, ich würde mich der Empfehlung des Expertenkreises und wie ich heute gehört habe, der SPD anschließen für die Linke. Siedeln wir ihn koordinierend und nicht etwa delegierend, Herr Ruppert, im Bundeskanzleramt an und überlassen wir es ihm nicht allein. Ein zweiter Punkt. Er spielt hier schon eine Rolle. Im Antrag wird gefordert, dass die Länder Ausländerinnen und Ausländer umgehend ausweisen, sofern sie antisemitisch auffallen. Sie wissen, dass wir diese Art des Sonderrechts abgelehnt haben, immer abgelehnt haben, und durch seine Erweiterung wird es nicht besser. Das heißt, diese Regelung lehnen wir ab. Es löst auch nicht das Problem, auf das hier schon jetzt mehrfach hingewiesen wurde, dass wir mit dem Antisemitismus ein gesamtgesellschaftliches Problem haben. Rechts in der Mitte der Gesellschaft und wenn Sie denn schon geografisch umgehen wollen, von mir aus auch links, wir müssen alle uns erst einmal selbst anschauen und dann bitte gemeinsam gegen jedweden Antisemitismus vorgehen. Und damit bin ich beim dritten Punkt. Der Expertenkreis hatte mit Nachdruck gefordert, zivilgesellschaftliches Engagement gegen Rassismus, Antisemitismus und Rechtsextremismus umfangreicher und dauerhafter zu fördern. Das fordert auch die Linke seit langem. Im Antrag kommt dies gleichwohl höchst unverbindlich daher. Wir hätten gern über diese Punkte gemeinsam mit Ihnen diskutiert. Nun haben Sie den Antrag eingebracht und fordern sofort Abstimmung. Es ist nicht der Weisheit letzter Schluss und ich denke, wir werden weiter darüber zu reden haben. Kurzum, insbesondere wegen des einen aus unserer Sicht gravierenden inhaltlichen Mangels, aber auch wegen der Arroganz, nicht im Parlament darüber zu beraten, werden wir den Antrag natürlich nicht ablehnen. Aber wir werden uns heute enthalten.
Nächste Rednerin ist die Fraktionsvorsitzende von Bündnis 90 Die Grünen, Katrin Göring-Eckardt.